Nee, Ja, ich habe gesagt, dass ich fluchen werde. das gibt so Nagellack, den können Frauen sich auftragen. Sie hat Den übrigens heißt. gesagt, fick dich, Kotze und alles Mögliche. Und bei mir läuft die Aufnahme schon 10 Sekunden. Was? Sag doch einen Ton. Ja, ich wusste jetzt extra, damit ich das noch irgendwie drauf habe. So, meine läuft jetzt auch. Ja, diesmal Ladies first. Jetzt muss sie mal anmoderieren hier. Bla bla, hallo und herzlich willkommen zu einer, keine Ahnung, Race. Fred Feuerstein oder was war das? Flintstones. Ich bin hier voll am Spielen, ey. Die Flintstones. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Multitasking sein. Ihr Frauen seid ja immer so Ja, damit ich hier habe gerade am Ansage Rumfragen. gemacht, Mensch. Wenn Am nicht, spiel mit ihrem Ansagen. Spielzeug. Ja, ein Race zwischen Hedy und Vanni, okay. Ich nee. habe gewonnen. Ich und Dragnix, genau. Und die Drachme. Ich und Dragnix racen. Der Flintstones. Ja. Willkommen bei täglich grüßt das Murmeltier. Ja, Und das Gefühl habe ich gerade auch. vor die wollte ich gerade sagen. Ne? Mischung zwischen Heavy und Force. Vor die. Oder Hits. Hits, genau. Head Force, ja. Hä, wir haben. Wie habe ich das gerade? Jetzt sag endlich, Heavy. Ich will weiterrennen und weiter failen. Sie hat doch gerade eine Ansage gemacht. Na gut, los. So, Jo. weiter geht's. Hallo, der Wolf hat gar nicht auf die Frau gehört hier. Da gar kein Muss Benehmen man hier. das? Oh! Vanni, schreite ein. So, getan. Ja, Endlich mal was Richtiges hier von manchmal sagen die Frauen da ganz schön Bullshit. mir. Das hat sie ja gerade. Die Männer sagen genauso großen Bullshit manchmal. Das Ja. ist leider so. Jeder Mensch ist ein Arschloch, egal wie heilig er ist. Hat ein Arschloch. Ja, deswegen ist er ja eins. Jeder Mensch hat ein Arschloch, also ist er auch ein Arschloch. Nein, das stimmt nicht. Ich bin kein so. Das heißt, das Zeug kommt bei dir vorn raus, oh Gott, du Ärmster, mein Beileid. Obwohl. Ich habe nicht gesagt, dass ich kein Arschloch habe. Ich habe gesagt, ich bin kein Arschloch. Aber jeder, der eins hat, ist auch Wir eins. sind eine Anhäufung von Atomen. Wir sind eine Einheit, weißt du? Ja, dass der Österreicher wieder von der Einheit spricht. Da geht es wieder los. Oh Mann! Oh, der war jetzt Wir böse. sind eine Einheit. Halt die Schnauze! Das ist Da nicht geht die es Art los. von Ich Einheit. liebe Österreich. Da geht es los. Ich Jetzt macht es Sinn. mag ja auch Österreich, aber nicht in dem Sinne. Wie Bayern. Von Bayern habe ich null Plan. Ich bin mal durchgefahren, aber das war's auch schon. Diese Keuchanimation, die geht mir voll auf den Sack da, ey. Ja, als ob er sein Schniedel gerade irgendwo drin stecken hat. Was hat Fanny denn jetzt für Geräusche hier? Ich habe nur Atemgeräusche Wow! nachgemacht. Das ist so ein Schwein angehört, Oh, leck mir doch die Popperze, das kann nicht wahr sein. Ja, Passwort, ihr verfickten ein Kühe. Schokogobe, der Wolf hier. Nochmal den ganzen Schmafu. Das hört sich gut an. Ja, trage nix. Oh, da ist Alter. Chuchu. Oder? Ist jetzt auch in der Chuchu Aufnahme? ist auch vorhin ein Overwatch gewesen. Mit denen haben wir auch gespielt. Total zufällig, ey. Ja, keine Ahnung. Das kann nicht angehen. Wow, dieses Dieses Spiel. Drecksspiel. Ich wette, bei Mega Mario brauchst du nicht so viel Parts wie hier. Das wirst du bei Super Punch-Out auch nicht brauchen oder bei F-Zero oder was auch immer. Ja, Roadrunner vielleicht. kann ich auch gar nicht, weil das nur Let's Shows werden, wenn überhaupt. Jetzt reicht's. Ehre hier einmal, du Österreich. Du weißt aber schon, dass ich das Race nicht verlieren werde. Deswegen Oh, habe ich es ja auch Drachnix, gesagt, jetzt muss das aber. könnte höchstens sein, wenn ich Mann, es freiwillig. Das könnte höchstens sein, wenn ich es freiwillig aufnehme und dann als Let's Show. Jetzt hat einer auf eine Quietscheente gedreht. Wir werden sehen. Du wirst ja auch sehen. Denn du darfst eins nicht vergessen. Ein Wolf darfst du nie unterschätzen.
Warum sagt der Force überhaupt den Spruch, weil es eigentlich meiner ist? Das verstehe ich nicht. Weil der Force denkt, dass das voll die krasse Aussage jetzt ist. Ein Waller Schwürmer? Wo ich dann einfach nur... Was hast du gesagt? Ja. Ein Schwoller Würmer? Du schluckst Würmer? Nein. Ein Schwoller Würmer. Das ist berlinerisch, hat er gerade gesagt. Achso, ich dachte, das wäre österreichisch für... So eine Abart davon. Warum sagen die Berliner, dass sie Würmer schlucken? Ein Rütli-Berliner. Ein Wiegli-Berliner, wie vom The Wiegli Force. The Wiegli Novel mit The Force. Selbst das würde er nicht schaffen. Selbst das würde er nicht mal machen. Ja, weil es schon Wiegli im Titel ist. Yearly, okay. Dieser verfickte Farrah, ey. Langsam, aber sicher platzt mir die Krawatte. Warum trägt er eine Krawatte? Es ist so lächerlich. Ich bin Donkey Kong. Donkey Kong wäre nackt. Ja, der Typ ist ja auch nackt. Der hat da drunter nichts an. Da gehe ich jede Wette ein. Ja, ich bin unter meinen Klamotten auch nackt. Was ist das denn für eine Logik? Echt? Ich dachte, du hast unter deinen Klamotten rote Schwanzhaare. Was? Rote Schwanzfarbe? Was war das denn? Schwanzhaare. Also Schamhaare wollte ich eigentlich sagen, aber... Ach so. Hab's irgendwie... Rote Wandhaare. Hallo. Diese Ehre hat nur einer aus der Konfi. Wer denn? Ich sehe keinen. Weiß ich nicht. Ich darf den Namen nicht aussprechen. Wenn du den Namen dreimal hintereinander aussprichst, steht er hinter dir. Der Life-Force alias T-Life, der Life-Force alias T-Life, der Life-Force alias T-Life. Dich, der Air Force, was ist das? Der Air Force alias T, alias Air Force. 9 Life hier. 9 Life. Das T-Licht. Aber ich bin immer noch der Meinung, das wäre so geil, weißt du, so die Anmoderation von dem Spiel Life-Force. Ja, ich bin The Life-Force alias T-Life und ich spiele The Life-Force. Alias T-Life. Das sagt er sowieso nicht mehr. Nee, ich sag das nicht mehr. Ich sag nicht mehr alias T-Life. Warum eigentlich nicht? Vielleicht wurden ihm die Rechte... Ja, weil ich gesagt habe, warum sagst du mal alias T-Life? Vielleicht wurden ihm die Rechte geklaut. Weil der Force keinen Spaß versteht. Vielleicht wurden ihm die Rechte geklaut an dem T-Life. Das kann auch sein. King Ehre hat... So ein großer Name. Was ist denn mit Rechte? King Ehre meint so, nee, das T-Life habe ich ins Leben gerufen. Ja, von wem? Eigentlich sollte der froh sein, dass wir ihn so oft erwähnen, weil das ist das geilste Promoting für ihn überhaupt. So weiß jeder der Abonnenten... Das Promoting, das sehe ich auf meinen Videos, wie das Auswirkungen hat. Ja, keine Ahnung. So viel wie wir über ihn labern, hätte er eigentlich schon voll den Zuwachs haben sollen. Hat er ja eigentlich auch, weil kannst du... Force haut zu viel raus. Kannst du dir vorstellen, dass er... ohne unsere Hilfe in dem Jahr 20 Abos mehr gehabt hätte. Ich glaube, dann hätte er schon mit YouTube aufgehört. Glaube ich auch. Viele Videos, wie er schon gemacht hat. Ja. Wer? Force. Vor. Er macht Videos? Früher hat er auch mal öfters YouTube-Videos gemacht. Da war er Force noch jung. Ja, und was ist er jetzt? Force ist jetzt... Da war er noch belastbar, meinst du ja? Oh, da hat er gedroppt. Da hat er noch keine Ruhepausen gebraucht. Da merkt man, dass The Force alt wird. Mit seinen 60 jetzt mittlerweile. Boah, was ihr da droppt. Ihr wisst schon, dass das irgendwie im Endeffekt auf mir hängen bleibt. Da sagt der Force so, Wulle, warum hinterst du dich nicht daran? Du bist so der böse Arsch. Ja, ich bin dein Gast, Wolf, also. Das ist Wolf schon. Nein! Oh, doch. Ich dachte... Ich dachte schon, es war gerade die hinterfotzigste Aktion seit Menschengedenken. Hinterfotzig. Hinterfotzig. Mit dem scheiß Wort kann man auch so viel Käse machen, ey. Irgendwie schon, der hat sich das perfekte... Ja, ja und dann noch dieses diesen Avatar, weil da kann man nicht... Nee, der alte. Also ein Wort... Ja, sicher das alte Ding. Also nee, ein Wort, das man... ganz leicht als Verb verwenden kann und überall hinpflanzen und auch noch ein Avatar, den man
nahezu überall draufklatschen kann. Also irgendwas. Ja, da hat er sich selber Bock geschossen, ey. Er sollte froh sein. Ich meine, hallo? Promoting und so? Ja, es gibt Force-Memes, hallo? Gibt es von mir nicht? Ich würde mich so freuen, wenn andere Leute, die größer sind als ich, sowas machen würden. Das wäre saugeil. Ich habe ja schon Dark Souls-Memes von Wolf gemacht. Ja, die fand ich auch lustig. Die fand ich sogar, um genauer zu sein, sehr gut. Ja, gut. Weil die meisten stimmen ja auch so, oh, ich renn vor, wie ist der Tartarus weg? Taurus-Dämon. Der Taurus-Dämon. Der ist doch Tartarus, oder? Hä? Der Taurus-Dämon. Also nur Taurus-Dämon, nicht Tartarus. Tantarus? Was? Tartarus. Wo ist das denn schon wieder her? Was fragst du mich das? Ist das nicht eine Figur aus Dark Souls? Tarkus. Was war denn dann Tartarus? Ja, das... Hört sich an wie so eine Käsesorte. So Utopus, nee, ja. Weil das, war das vielleicht eine Figur aus Halo? Ja, wohl, wenn ihr das jetzt schon nicht mehr aus... Ach so, ja, genau. Tantalus, das war das Flugschiff in Final Fantasy IX. Nee, ich glaube, das war seine Grunt... nicht Grunt, seine Brute Boss da, genau. Brute Force? Brute Boss. Also Brute, so. Die Rasse, und weil der ja ein Boss war. Ich habe mich schon gefreut. Brute Force. Blut Force. Nicht Blut Force. Blut Force, alias Blutwurst. Force Wars. Das ist doch geil, Force. Oh. Force Wars klingt irgendwie geil. Wenn Force diese Videos hier alle sehen wird, so nacheinander. Ja, macht er sowieso nicht. Glaube ich auch nicht. Aber wenn, dann hat er, oh scheiße, dann hat er wieder was zu meckern, ja. Soll er doch meckern. Der morgen früh sowieso was zu meckern, wegen meinem Fahrradbilder. Ich meine, wir erwähnen ihn. Wir machen Werbung für ihn, volle Kanne. Stell dir vor, wenn, gut, jetzt muss mir ein dementsprechender Kanal einfallen. Wenn, ich bräuchte jetzt irgendeinen Kanal mit, sagen wir mal, 2000 oder mehr Abos. Na, außer Vanni. Ich rede jetzt von einem anderen Kanal. Oh, ich hab 4000. Oh. Nee. Nee, wenn zum Beispiel Rikon die ganze Zeit nicht erwähnen würde in seinen Videos. Das wäre saugeil irgendwie. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, der, von dem du nicht so eine hohe Meinung hast. Echt? Ja, weil du meintest ja so, ah, das ist genau der, der die Spam-Ein auf den Hals setzt. Weil du dann gemacht hast, so, ja, Tipps, damit ihr mehr Abos bekommt, schreibt ihr das größere. Ach, oh. Ja, eben der. Aber das große Problem ist ja auch, selbst wenn wir Force damit wirklich promoten, ist ja das Problem, wenn er nichts auf seinen Kanal bringt momentan. Ja, da ist unser Promoting für den Arsch und dann wirken wir unehrlich. Irgendwie. Das heißt, er zieht nicht nur seinen Kanal in den Abgrund, sondern auch unsere. Naja, na gut, da brauche ich mir keine Sorgen machen, weil wo nichts ist, kann nichts in den Abgrund gezogen werden. Na gut, da könnte man jetzt wieder das sagen wegen den Hatern, aber das ist geht uns sowieso an am Arsch vorbei. Irgendwie ist der Einzige, der sich davon betroffen fühlt, Force. Aber ich verstehe nicht, wie die immer wissen, wenn bei irgendeinem Force mit in einem Video drin ist, dass das dann immer 5 bis 7 Disse, also bei mir jetzt, bei den Videos, immer bekommt. So, hä? Was ist das denn? Warum? Wer? Deswegen, ja, weil... Denke ich mir mal, WTF, was ist los? Ja. Denke ich mir auch. Irgend so ein Armleuchter hat mal wieder keine Lust, um irgendwelche anständigen Videos zu gucken. Kein Leben! Oder es ist ein und dieselbe Person und hat einfach nur 7 YouTube-Accounts. Das ist wesentlich realistischer. Dann hast du recht kein Leben. Ich glaube, Force hat mal gesagt, dass die jeweilige Person mehrere Kanäle hat. Und er hat mir sogar gesagt, wer es ist. Ja gut, aber das kann er ja nicht wissen. Er kann es vermuten, aber nicht wissen. Naja, er hat schon gemeint, so, ach, der Typ da ist ein ganz schlimmer Finger, der hat dies und das und jenes Böses getan. Also er hat mir gesagt, er weiß, dass es ist.
Ach, bei Force bist du schon ein schlimmer Finger, wenn du einmal Mima stellst. Oder man Hedy heißt. Nein! Leck mir du bist sowieso der Schlimmste von allen. Ja, ich bin der Mittelfinger. Im Arsch von allen. Oh, gut. Hab mich noch gerettet. Im Arsch der Gesellschaft. Dass der Kanal slogan. Ich meine, stell dir mal vor, Funk würde Force promoten. Zum Beispiel, oder ein anderer großer Kanal wie Sui oder so. Was meinst du? Einmal kurz erwähnen und schon hätte er locker 50 Abos mehr. Aber dann wird er auch irgendwie so eine. Oh nee, der hat mich erwähnt, das gestatte ich nicht. Ich gebe ihm, also melde ihn YouTube. Mein Copyright benutzt er. Also im Ernst, wenn Force dann zum Beispiel Suis Kanal YouTube melden würde, dann hat er eine ganze Menge Hate auf dem Hals. Bevor man ihn promotet, muss er sich und seinen Kanal erstmal selber hinkriegen. Er hat also, er irgendwas machen. Ja, also zumindest so, dass mindestens jeden Tag, also obwohl nicht jeden Tag, aber dass halt regelmäßig was kommt. Oder jeden zweiten Tag oder jeden dritten. Ja gut, jeden dritten ist vielleicht, ja gut, jeden zweiten Tag. Wer ist Hedy Stande? Jeden zweiten Tag eventuell. Ach, du auch jeden dritten Tag? Ja, ich bin seit September nichts mehr zum Aufnehmen gekommen, außer vielleicht Worms. Weil ich einfach nur arbeiten will, ich habe einfach keinen Bock. Ja gut, bei dir kann man es ja verstehen. Ja, aber trotzdem habe ich mich auch so hochgeschlafen. Hochgeschlafen. Ja. Mhm. Ja, du. Er schläft mit den ganzen großen Kanälen wie Bibis Beauty Nein, Palace. Nein, schlafen jetzt in dem Sinne. Hedys Beauty Palace. Hedys Beauty Bunker. Nee, schlafen jetzt eigentlich in dem Sinne, dass der Kanal immer so halt im Halbschlaf ja immer vor sich hin vegetiert, also auf Sparflamme, das kaum. Was da großartig passiert. Ja, weil bei dir ist wenigstens eine Sparflamme. Bei Force ist der Ofen schon lange aus irgendwie. Du musst erstmal richtig wieder anheizen. Ja, aber ich habe ja auch. Irgendwie bin ich ja auch auf meine fast 500 Abos. 498, glaube ich. Ja, fast. War ja schon mal drüber, aber bei mir ist es eh mal hoch, runter, hoch, runter. Bei mir auch. Also auf dem Kanal. Von nichts kommt halt nichts. Ich mache ja auch mehr auf nachhaltige Let's Plays, wo die Leute auch gleichzeitig einen Walkthrough haben. Ja, aber du hast doch schon eine. Viel 100% Sachen mache. Ja, aber du hast doch schon eine gänzlich andere Qualität am Start. Ja, und obwohl ich viel schlechtere Programme habe als Force. Und manche gucken es halt auch wegen ja der lustigen Art oder sowas wie Super Soccer oder Donkey Kong oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Deine Let's Plays sind mehr die informativen, so 100% Dinge oder so. Ja, warum auch nicht? Dann habe ich das Spiel selber zu 100% geschafft. Ich habe es auf Band dann und die Leute, die gucken halt dann auch nachhaltig dann eventuell, wenn sie irgendein Spiel zocken und nicht weiterkommen. Dann wird das auch noch gesucht, weil wenn ich irgendwo nur durchrasche, das interessiert ja keinen. Wenn, dann will ich auch wissen, was weiß ich, Crash Bandicoot 100% mit Edelstein. Guckst du lieber danach, als irgendeiner, der da jetzt durchrascht oder so. Ja, und sowas wird. Oder Blind oder sowas, weiß ich nicht. Ja, wobei Blind-Projekte auch gut sind. Ja, Blind kann ich mir schon vorstellen, aber. Ja, aber das macht nur Sinn bei größeren. Sonst kriegst du bei den kleineren kaum irgendwas, außer wenn es vielleicht Horror ist und du da deine 10, 12 Stammzuschauer hast, aber ansonsten. Ja, so 100% Dinger oder Challenges, die sind natürlich immer. Ja, so Spaßsachen wie Forms oder so. Etwas interessanter, ja. Wir können ja 24-Stunden-Videos machen. Ja. Das ist auch gleich Stream. Ja, der Force könnte ja so viel streamen auch, aber macht er auch nicht. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht so wirklich. Er hatte mal gemeint, dass er keine Lust hat oder so. Ja, Lust, ja, das ist. Das Hauptproblem, glaube ich, beim Force. Was, der YouTube ist zwar ein Hobby, aber. Ich habe mir einmal, wie gesagt, richtig intensiv, bevor ich darüber meckern kann, angeguckt, wie er das bearbeitet. Sonst würde ich es nicht machen. Und er braucht wesentlich.
Er ist wesentlich schneller eigentlich mit seinem Bearbeiten und dem Rendern als ich mit meinem Kram und trotzdem kommt er da nicht in eine Pötte. Deswegen verstehe ich das von vorne bis hinten überhaupt nicht. Oder dass er Thumbnails erst braucht, bevor er was aufnehmen kann. Das verstehe ich auch nicht. Hä? Das wird einfach nicht in meinen... Ja, er meinte doch irgendwas mit Rosenkreuz-Stilette. Er kann noch nicht mit uns aufnehmen, weil er von King Ehre noch ein Thumbnail braucht. Warum er das Thumbnail braucht, wahrscheinlich damit in seinem Videoaufnahmeprogramm freigeschaltet wird, das aufnehmen kann. Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Wie das da zusammenhängt. Und ich wollte es ja mehrfach immer nachgefragt haben. Und ich wollte es wissen, weil das nicht so in mein logisches Denken reinpasst. Aber er wurde ja immer ösig. Verstehe, ja klar. Weil auch, selbst wenn das Thumbnail noch nicht da ist, kannst du es ja aufnehmen. Ja klar, man kann es aufnehmen, man kann es bearbeiten, man kann es hochladen. Ja. Das Thumbnail dann halt dahin, weil ich verstehe es nicht. Selbst mit dem Hochladen kannst du eventuell sogar noch warten, bis halt das Thumbnail da ist, im schlimmsten Fall. Aber man kann es ja schon aufnehmen. Ja, das habe ich ja nicht verstanden. Ich habe auch noch keinen... Warum irgendwie das Thumbnail vonnöten ist, dass das Aufnahmeprogramm startet? Oder, also Wolf... Wenn wir nach der Logik gehen, müssten wir das Race nochmal von vorne starten und alle Parts löschen. Ich habe ja, noch kein Thumbnail. Ja. Nix leichter als das, das mache ich dir. Ich habe noch kein Thumbnail. Das mache ich dir, da brauchst du keinen Schiss haben. Das glaubst du schnell nicht. Ich kann auch eins machen. Du, ich habe mein Thumbnail. Ich nehme wahrscheinlich mein Drachnix Kampfarena Thumbnail. Fertig. Ja, das ist faul, jetzt reicht's. Das gibt Hallo? Ja, das muss mit viel Liebe und Gefühl gemacht werden. Ja. Hab ich. Wie der Wahnsinn. Reich. Gefühl wie ein Stein hier. Das ist unfair. What the fuck? Wie soll ich da denn jemals durchkommen? Also jetzt mein Ernst, langsam was ich. Also einmal muss ich jetzt nochmal was zuvor sagen. Das fand ich so lustig hier. Ja, ich gebe mir übelste viel Mühe mit meinen Thumbnails und ich hau da richtig Arbeit rein. Das dauert immer voll lange. Zu seinem Resident Evil Revelation Thumbnail. Ich habe nach dem Bild gegoogelt. Das war ein fertiges Wallpaper und da wird die Zahl eingeklatscht. Ich habe auch mal. Ja, genau. Ey, ich habe auch mal gegoogelt. Das war das erste Bild, das erschienen ist. Ja, was er immer redet, ey, das will bei mir im Kopf kein Sinn machen. Ja, sorry, aber es ist einfach so. Ich komme auf seine Logik nicht klar. Seine Logik ist einfach, weißt du, ich habe bei ihm so ein bisschen das Gefühl, es geht wirklich so ein bisschen in die Richtung, weißt du, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Gründe. Oh. Ja, es ist aber so. Jetzt haut er hier raus. Ja. Ja. Ich meine, ist nicht böse gemeint, wir wollen ihm ja nur helfen, aber irgendwie ergibt das, was wir sagen, doch Logik. Leider. Was wir sagen, ergibt Logik. Naja, alles, was ich mir jetzt anhöre, stimmt irgendwie mehr, als wie ich es mir Gegenteil vorstellen kann. Ich habe es aus verschiedenen Perspektiven versucht anzugehen, was er mir da immer sagt. Mit seiner Bearbeitung und seinen Pausen, also im Krempel. Es geht nicht in meinen Schädel rein. Ja, vor allem, wir haben ihm doch schon geholfen. Wir hatten die Videos hoch bearbeitet, aufgenommen, hochgeladen, alles mögliche. Nur zack, Download, ja, dann bei sich hochladen, zack, fertig. Das habe ich ja auch für ihn gemacht, Mario Kart. Alles fertig gerendert, er müsste es nur bei sich hochladen. Nein, er muss irgendwas noch mit der Tonspur machen, dann dauert es auch wieder ein Vierteljahr, also, bis der Part war dann oben war. Dann dachte ich, oh ja, was ist das denn? Also im Ernst, wenn wir schon alles machen, und wir haben ja auch Verstehe ich das richtig? Du hast ihm fertigen Mario Kart Part, ja. Hast ihm einen fertigen Part komplett gegeben. Ja. Er hätte nur Hochladen brauchen. Ja, er hätte quasi runterladen und bei sich hochladen müssen. Aber so. Nein, da war irgendwas mit Audio noch, da musste dein Part erstmal wieder mit Audio was rumfrimmeln, da hätte er nochmal rendern müssen. Und das hat sich dann, ja, anstatt das einfach hochlädt und raushaut, war 3 Monate gedauert, bis der Part dann oben war. Da dachte ich mir, warum? WTF? Was ich nicht verstehe, denn wir arbeiten ja auch mit Tonspuren und dergleichen und wir bearbeiten es ja auch und wir haben ja selbst auch Ohren. Also, Ja, bei mir hat's kein gestört, sag ich mal. Ja, das auch. Was er da irgendwie gehört oder gesehen hat. Und vor allem, Hedy hat eine größere Zuschauerschaft. Seine Zuschauerschaft wird wohl wissen, dass sie recht hat. Ja, keine Ahnung, aber...
Weil bei vielen Sachen steige ich nicht. Ich meine, ich verlange nicht viel von ihm. Irgendwie eine Antwort. Denn der ist ein größeres Mysterium als. Ja, weiß ich nicht. Das größte Mysterium in der Geschichte. Ja, Wolf, die Sache ist die. Es ist Force. Ja, aber. Die Sache ist die, die habe ich vorhin in meinem Bild erklärt. Ja, weil. das habe ich da zusammengefasst. Zu jeder Truhe muss es auch einen Schlüssel geben und. Im Ernst, wir haben jetzt schon. Das heißt, auf jeden Deckel. Auf jeden Deckel kommt ein Kochtopf, genau. Ja. Genau so rum war es, genau so. Ja, und ich bin ein Wok, ich kenne das schon. Das Sprichwort kann man drehen und wenden, wie man will. Vox gibt's auch. Vox. Jetzt kommt schon Schleichwerbung hier. Oder Wanni, gibt's für Vox Deckel? Keine Ahnung. Na, natürlich gibt's Vox Deckel. Vox? Was glaubst du, wie du sonst Gemüse in einem Vox brätst? Indem ich's reinpacke? Ja, geil. Und wie erhitzt du das dann? Oder kochst du Sachen immer auf dem Deckel? Was? Dauert aber, bis das heiß wird. Na, der Wok. Der Wok ist eine Mischung zwischen Topf und Pfanne. Ich weiß, was ein Wok ist. Ja, das hat aber einen Deckel, das Teil. Ja. Warum weißt du das nicht? Und auf dem Deckel brätst du das Gemüse. Nicht auf dem Deckel, im Wok drin. Oh Mann, Helle. Ach so, dann geht's ja doch einfacher. Oh Mann, Helle, du bist heute irgendwie perplex. Ja, genau, ich, ja, genau. Ist ja auch gar nicht sarkastisch jetzt gemeint. Mhm. So, ihr Wichser, endlich bin ich mal weiter. Oh Gott, das hat jetzt gedauert. Der Wolf erklärt uns die Küche. Ja, ich vor allem. Ich, der schlechteste Koch der Welt. Das war bockunfair gerade. Wie soll wohl Wasser kochen können? Ich kann nicht mal Wasser kochen. Das war genauso ranzig. Ich hab Wasser schon anbrennen lassen. Ich auch. Was habt ihr denn schon mal gekocht, was ihr denkt, so was das Größte war, was ihr gekocht habt? Das Größte? Das Beste. Ja, nicht das Größte jetzt vom Volumen her. Nein, ich verstehe den Sinn. Scheiße. Ja, das sage ich auch mal. Kacke, ich verstehe das. So aus dem Stegreif könntest du gar nicht sagen. Jetzt sag nicht ein Ei oder was, ey. Nein, nein, nein. Also ich koche schon ein bisschen mehr und probiere auch viele Rezepte aus, aber ich glaube, das Beste oder Aufwendigste, was ich gemacht hatte, war gefüllte Hähnchenbrust. Okay. Ja. Du bist ein wesentlich besserer Koch als ich. Ich habe Nudeln gemacht, das war das Aufwendigste. Lecker. Nudeln ist easy. Bolognese lecker oder Gulasch. Das ist immer lecker. Rouladen. Ich hab auch schon Nudeln gekocht und da Mayonnaise drüber geklatscht und das gegessen. Weil ich irgendwie keine Soße und nichts dergleichen hatte. Ja, jetzt sagen die Leute, boah, ich kann mal einen Eintopf kochen, obwohl das immer aufwendig ist. Viel Schnibbelei, das nervt immer. Ja, aber wenn er dann fertig ist und dann schön am zweiten oder dritten Tag, dann schmeckt er am besten. Eintopf. Kein Austopf. Also Suppe. Ja, Suppe. Nix Suppe, da ist Kartoffeln drin und all so ein Scheiß. Ja, Würstchen, aber... oh geil. Fleisch. Gulasch mit Würstchen und Kartoffeln, oh. Würstchen-Gulasch. Ja, mit so Frankfurter geschnittene, boah, ist das geil. Aber nicht, wenn es scharf ist, dann ist es nicht geil. Keine Scharf. Nee, Frankfurter ist Schwein und nicht scharf. Scharf, nicht scharf. Frankfurter sind Bürger einer Stadt. Hamburger. Wolf ist Kannibal. Ich heiße Frankfurter und Hamburger und die Deutschen rennen schon um ihr Leben. Ja, der Hamburger kannst ruhig essen. Komm schon, das Spiel muss jetzt endlich mal zu Ende gehen. Wir sind jetzt wieder auf fast einer halben Stunde mit diesem Part. Kaum zu glauben, wie schnell hier die Zeit vergeht vor lauter Gefehle. Ja. Wie viel Fortschritt hier passiert. Ja. Die letzten 5 Videos oder so, nix gesehen. So. Oh, weia. Muss man eigentlich bald mal einen Schnitt machen oder ist das wieder so ein Fanservice? Na, bei mir ist gerade ein bisschen scheiße, weil ich bin, hoffe ich jedenfalls, dass ich gleich am Ende des Levels hier bin. Nein! Oh. Angst. Ich hab Angst, einen Fehler zu machen. Das war die Scheißstelle hier. Halt. Komm,
kommt Dead Rising 4 eigentlich raus? Nächstes Jahr? Ich muss auch so... Nein, ich hab's ja vorbestellt aus Österreich, weil es in Deutschland nicht erscheint. Und ich weiß gar nicht, wann das kommt. So, das... jetzt aber. Scheiß drauf. Dead Rising 4, zu brutal für Deutschland. Direkt ins Schlagzeilen hier, ey. Echt? Gott, die ganze Serie ist ja auch im Index. Traurig. Und beschlagnahmt, genau wie Condemned. Warum? Weil es zu brutal ist, weil es menschenähnliche Kreaturen sind. Oh. Aber Tiere, weißt du, und so ein Scheiß benutzt. Oder Doom und Mortal Kombat, ja, das ist ja zu... Das ist ja mehr Fantasy, wenn du da dich köpfst und Knochen brechen. Genau, ist ja Mortal Fantasy. Kombat, ne? Das ist... Ja, die deutsche Kacke hier, das ist... Oh, leck mich doch am Arsch, ich kann jetzt Pause machen. 6. Dezember kommt das. Ich jetzt auch. Du verfickter Genji, ey. Ich hab Pause. Ich auch. Wann die stöhnt das? Das war Flintstones. Das ist Seufzen, nicht stöhnen. Hoffentlich ist es bald vorbei. Bitte Gott, Simon. Ich bin ein Level weiter. Ich bin noch hart dabei. Ich werd's vielleicht. Hast du jetzt das mit der Stange in Lava hinter dich gebracht? Ja. Ist hart dabei. Mhm. Alle da. Okay. Bevor hier das hier noch zur Wortspielerei wird, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig. Fertig. Ciao.